Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Hier sind wir in der Kathedrale oder wo auch immer und wir haben das heiligste Buch der heiligen Bücher der Kleriker geklaut. Und wir haben das hier in der Tasche und was man am besten dann macht, wenn man gerade ein Kapitalverbrechen begangen hat, ist, glaube ich, mit einem der größeren Priester anscheinend zu reden. Der scheint mir so ein Regent zu sein, der hat zumindest ein ähnliches Schwert wie ich. Wir haben nämlich auch in der letzten Folge festgestellt, ich besitze ein Regentenschwert. Das heißt, eines der... Also er auch. Guck mal, wir sind die Regentenschwertbrüder. Und mit er auch meine ich Ray. Ray, Reinald und Jax Regentenschwertbrüder. Guten Tag. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Genau. Wie kamst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. In deinem ich Lager? Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker. Und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. Okay. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Natürlich. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Warum sollte ich mich euch anschließen? Warum sollte ich mich euch anschließen? Weil wir dir einen Weg aufzeigen, errettet zu werden. Wovon errettet? Anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung. In unseren Reihen würdest du deine wahre Bestimmung erkennen. Oh, das klingt aber nett. Wir haben die Technologie, wir haben die Waffen, aber wir brauchen Freiwillige, um unsere Sache voranzutreiben. Ich will da ja jetzt nicht hier, wie heißt es, Negative Nancy nennt sich das auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch sowas gibt, herauskehren, aber... Wenn ihr meint, ihr seid der große Weg in die Freiheit, warum braucht ihr A, Waffen, B, mehr Freiwillige? Weil wenn das alles gut ist, dann hat man doch eigentlich genug Freiwillige, oder? Naja, aber insgesamt eher kein Interesse. Nee, danke. Nein, ich habe im Moment kein Interesse daran, Kleriker zu werden. Wenn das so ist... Raus! Wenn das so ist, wundert es mich etwas, dass Xander dich einfach so hereingelassen hat. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Um ehrlich zu sein, nicht so gar nichts, ne? Wofür genau bist du eigentlich hier zuständig? Sag mal, was ist dein Job? Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Okay. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Okay. Wie hart wäre denn die Bestrafung, wenn ich, sagen wir mal, euer heiligstes Buch klaue? Ups. Erklär mir mal die Regeln des Horts. Was haben wir denn da? Erklär mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Das stimmt, die kennen wir eigentlich schon, ne? Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Ach, ja. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Okay. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss ich dafür verantworten. Elixit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? So gerade. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir,
ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Okay. Sollen wir mal sagen? Komm, stell mir die Aufgabe. Ich möchte gerne wissen, was das für eine ist. Wir werden noch die Möglichkeit haben, dann Nein zu sagen. Stell mir die Aufgabe. Wie du möchtest. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, hey, bist du perfekt dafür. Frechdachs. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Ach so? Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein Nobody. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Natürlich. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Okay. Mission hochtechnisierte Alliierte. Ich meine, im Prinzip ist es ja, also ich denke mir, dass wir technisch betrachtet wahrscheinlich durch die Ausrüstung der Kleriker am wahrscheinlichsten gegen die Alps anstinken können. Aber ich will halt einfach die Mana, also weißt du, dieses Zaubern und wie auch immer. Also, wegen der Elex-Händler hier. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Ort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Anna? Also, nee, wer sind das denn? Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Ernsthaft? Bist du dir sicher? Hast du schon mit den 3 Wachen gesprochen und ihre Protokolle eingesammelt? Nein, noch nicht. Und du hast trotzdem schon einen Verdacht? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich denke lieber nochmal darüber nach. Mach das. Coole Quest auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass das wieder so vorgekaut wird wie bei der Duras-Quest, sag ich mal. Naja, ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Ihr habt Probleme mit völlig redundant. Hier im Hort? Allerdings, und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Baldur, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Mhm. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wie groß? Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Legalisieren, das ist meine Meinung. Nach der dich niemand gefragt hat. Also, legalized. Behalt sie für dich. Okay. Erzähl mir über die anderen Kleriker. Was sind die so? Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Also, wie läuft es hier in der Stadt? Soll ja nicht so gut sein, ne? Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Ich habe sein Buch gelesen. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Ich hätte es ja eigentlich witzig gefunden, wenn da in seinem Buch auch Rechtschreibfehler gewesen wären. War jetzt natürlich nicht, aber was sind das denn Prüfungen? Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Oh. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen.
Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die verblendet sind. Aber es ist, weiß ich nicht, nur so ganz klein. Woher besitzt ihr eigentlich das technische Verständnis? Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Natürlich, es klar. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Das ist eigentlich so geil. Ich hatte gerade das Bild vor Augen, dass dieses Arvids Buch, das Arvids Lehrbuch, eine Mischung aus der Wachturm- und IKEA-Handbüchern ist. Das ist total dumm, aber ich musste etwas lachen. Erklärt mir eure Ränge. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unserer Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Okay, ja, ein Regentenschwert wäre natürlich... Ach, habe ich ja schon. wie soll ich... Also warum sollte ich gerade Kleriker werden wollen, sag mal? Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Im Dreck wühlen, bitte. Die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei. Und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Eigentlich sehr witzig, nebenbei bemerkt. So, die Kleriker, die buhlen voll um uns, die sagen, ja, ihr sollt doch bei uns bei sein. Die Outlaws mehr oder weniger auch, um ehrlich zu sein. Also ein bisschen versteckter. Und die Berserker sagten, naja, wenn es sein muss, wenn du willst, willst du wirklich? So ein bisschen. Naja, ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die Wachmänner, weil die Quest, die finde ich irgendwie interessant. Wir schauen einfach mal, wie die sich entwickelt. Nächtliche Geschäfte. So, also zersetzende Kräfte machen wir mal als Hauptquest. Und da sollen wir jetzt mit den drei Wachmännern reden, die interessanterweise nur ein Wachmann ist, also der Dietrich. Der Dietrich. Mit dem reden wir mal und schauen einfach mal, was der uns so zu sagen hat. Darüber schweige ich mich aus. Besser ist das. Haus der Suggestoren. Komme ich hier einfach durch, nenne? Kleriker Suggestor Baldor. Weißt du, du bist einfach nur eine Klerikerin? Okay. Ich bin einfach höchst awkward und laufe mal so zwischen euer Gespräch vorbei. Okay, dann müssen wir um das heraus. Nicht weitergehen, oder? Du kannst so weitergehen, bitte. Manchmal sind die Sprüche ja sehr witzig, aber das ist halt, das ist mehr oder weniger so Gothic, weißt du? Damals Gothic 1 und 2 Legat, achso. Die hatten auch so viele dumme Sprüche zwischendurch. Das hat einfach niemandem was gebracht. Was ist mit dir los? Hagen. Aha. Hagen und Legat. Okay, wir sprechen als erstes, weil wir mit Hagen höchstwahrscheinlich eh noch sprechen werden. Sprechen wir erstmal mit Dietrich. Der steht wahrscheinlich draußen, ne? Hagen, warte mal kurz. Ich muss eben kurz mit dem, der gegen dich ermittelt, sprechen. Okay, cool. Wie geht's euch so? Bertram? Ich hätte gehofft, dass ich dich eines Tages hier treffe.
Durch meine überstürzte Flucht, die du erst ermöglicht hast, war ich außerstande, mich bei dir zu bedanken. Wie wär's, wenn du mir deine Rüstung gibst? Es ist weniger, als du verdient hast. Aber du sollst wissen, dass ich dich nicht vergessen habe. Danke. Gab es Schwierigkeiten bei deiner Flucht? Gab es Schwierigkeiten während deiner Flucht? Mehr, als ich es mir gewünscht hätte. Wie du dich sicher erinnern wirst, hat mich die Frau von diesem Warlord einem Trupp zugeteilt, die einen Setzling mit sich geführt hatten. Ein gutes Stück der Strecke konnte ich mit ihnen ziehen. Sie dachten, ich wäre ebenfalls als Setzer eingeteilt. Du? Ein Setzer? Du? Ein Setzer? Ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis ich mir klar werden würde, dass ich von der Aufzucht ihrer Setzlinge überhaupt keine Ahnung habe. Die Typen hatten kaum andere Themen als das verflixte Gemüse. Die, ist ein bisschen nervös, die gute Klerikerin da im Vordergrund. Und, bist du aufgeflogen? Es hat nicht viel gefehlt. Ich habe den erstbesten Moment genutzt, um mich auf eigene Faust durchzuschlagen. Ein Moloch hatte uns überrascht und ich habe die Flucht angetreten. Zum Glück bin ich wenig später in die Hände einer Patrouille meiner Kameraden geraten. Ab da an war es ein Kinderspiel, zum Hort zu kommen. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Wie gesagt, danke für alles. Das vergesse ich dir nie. Immer gerne. Und nein, gerade nicht. Achso, die ganze Zeit läufst du bei uns jetzt hier durch die Gegend. Unterschreiben würde ich das nicht. Doch, das hast du gemacht. Alles gut. Okay. Wir müssen einmal hier raus. So, und dann schauen wir mal, ob wir den Dietrich denn finden. Der kann ja nicht weit weg sein. Wo bist du denn, Dietrich? Okay, bist doch da drin, oder was? Hä? Bin ich jetzt ein wenig bläde? Also, mehr als sonst. Weil hier hoch geht's ja nicht. Vielleicht hier. Da waren wir ja gerade. Da ist Bertram. Guten Tag, Klerikerin. Achso. Legat Dietrich. Ah. Hier hast du dein Büro. Das ist sehr versteckt, muss ich gestehen. Aber schön. Guten Tag. So, du bist also einer der Neuen im Hort. Ja. Ist das so offensichtlich? Bei unserem geringen Anteil an menschlichen Soldaten fallen neue Gesichter schnell auf. Darum ist es gut, wenn ich dir ein paar Takte über mich erzähle. Mach das mal. Ich bin der Kerl, der für die Ausbildungsplanung unserer Rekruten verantwortlich ist. Du kannst mich aber Dietrich nennen. Und bevor du weitere Fragen stellst, lass uns eine Sache gleich klarstellen. Wir alle müssen große Anstrengungen auf uns nehmen, um in den kommenden Zeiten zu bestehen. Disziplinlosigkeiten werde ich nicht hinnehmen. Okay. Kommende Zeiten. Kommende Zeiten? Ja, glaubst du etwa, die Alps verschwinden von heute auf morgen? Und was die später Autos auf ihrer Müllhalde aushecken, lässt mich auch nicht gerade ruhig schlafen. Überall lauern Gefahren. Es gibt keine Sicherheit, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das natürlich Einzige, nicht. Was ich von dir erwarte, ist, dass du die herrschende Ordnung respektierst. Ja, was soll ich denn sonst machen, bitte? Hängst du nur herum oder wie kann ich mir deine Aufgabe vorstellen? Nein, wie steht es um die Ordnung im Hort? Wie steht es um die Ordnung im Hort? Die Ausbildung der Kämpfer ist ins Stocken geraten. Hier und da erliegen sie der Versuchung und infizieren sich mit Elex. Ein unentschuldbares Verhalten. Das Zeug hat einzig als Energiequelle seine Berechtigung. Der Konsum ist strikt untersagt. Trotzdem wird es unter unseren wachsamen Augen reingeschmuggelt und zweckentfremdet. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun? Doch klar. Du suchst die Schuld bei mir, weil ich neu bin? Du suchst die Schuld bei mir, weil ich neu bin. Ich wollte nur deine Reaktion testen. Hätte ich dich wirklich in Verdacht gehabt, wärst du längst in der Grube gelandet. Vielen Dank. Ich will, dass von den wahren Schuldigen nichts weiter übrig bleibt als ein Haufen Asche. Versteh mich jetzt aber bloß nicht falsch. Ich rede nicht von den Elex-Händlern, die Reinhold Kopfschmerzen bereiten. Die sind nicht meine Baustelle. Ich will diejenigen, die dieses Zeug überhaupt erst an uns herangetragen haben. Und die werden wir nicht im Hort finden, sondern außerhalb. Wenn du mir meinst also wirklich helfen willst, sei mein Gast. Okay, gerne. Wegen,
Ich helfe dir bei der Suche nach den Hintermännern. Ich helfe dir bei der Suche nach den Hintermännern. Nun, um die Quelle zum Versiegen zu bringen, müssen wir ihrer Spur folgen. Meine Informanten haben berichtet, dass die Lieferungen aus dem Süden stammen. Wir unterhalten dort in einer verkommenen Burgruine einen Vorposten. Ich will, dass dort alles auf den Kopf gestellt wird. Kooperieren unsere Leute nicht. Zeig ihnen diesen Befehl. Damit solltest du jedweden Widerstand brechen können. Okay, gerne. Warum vertraust du mir in dieser Sache? Warum vertraust du mir in dieser Sache? Weil ich mit Sicherheit sagen kann, dass du nicht zum Kreis der Verdächtigen zählst. Als sich diese Seuche hier ausgebreitet hat, warst du noch nicht zugegen. Außerdem vertraue ich dir nicht blind. Aber ich halte dich auch nicht für dumm. Oh. Du hast sicher längst erkannt, dass man mein Vertrauen nicht hintergehen sollte. Nee, würde ich niemals tun. Das frage ich nicht, weil das irgendwie, Das wäre dann alles weggetreten. Böse ist. So, hängst du eigentlich nur rum oder was machst du überhaupt? Ist nicht unbedingt die Art, die ich hier angehen will. So, ich glaube, wir reden einfach direkt mit Hagen. Also die Burgruine kennen wir ja schon, die er da meinte. Das ist ja okay. Finde ich eigentlich ganz cool, dass wir da tatsächlich hin müssen. Sonst, ja, das ist ja langweilig. Assimilierung von Fremden, gut. Das haben wir auch gemacht, oder machen wir gerade. Mehr oder weniger die Hauptmission legen wir mal zur Seite. Wir sind in Ignadon und wir haben hier eine ganze Menge Quests schon gemacht. Ich glaube, was ich tatsächlich machen will, ist das Hilfegesuch als nächstes. Bevor wir hier mit den... erstmal reden wir mit Hagen. Wenn du bei mir bist, um zu trainieren, dann vergiss die Idee ganz schnell wieder. Hatte ich eh nicht vor. Und wenn ich dich hier mit gezogener Waffe herumlaufen sehe, mache ich kurzen Prozess mit dir, verstanden? Na. Das Recht, hier zu trainieren, musst du dir erst verdienen, Rekrut. Ich weiß durchaus, mich zu verteidigen. Ich weiß mich durchaus zu verteidigen. Wohl kaum. Wenn ein Alpgleiter über deinem Schädel kreist, wirst du dich wie jeder mit Verstand in einem Loch verkriechen. Das ist nicht nötig. Ich kenne die Waffensysteme der Gleiter zu Genüge. Du willst mir weismachen, du könntest ihre Zielerfassung umgehen? Wir können es ja auf einen Versuch ankommen lassen. Lass die Scherze, aber ich sehe schon, du kriechst nur im Dreck, wenn es nicht anders geht. Aber vielleicht unterhalten wir uns eines Tages mal ausführlicher über deinen Kenntnisstand. Bis dahin heißt es im Training bleiben. Ich musste dem sofort Paroli bieten. Das ist ja normal. Wie steht es um euren Kampf gegen die Alps? Wie steht es um euren Kampf gegen die Alps? Schlecht. Wir haben viele gute Männer draußen verloren. Nur Judikator Ulbrichts genialer Kriegsstrategie ist es zu verdanken, dass der Hort noch nicht von unseren Feinden überrannt worden ist. Hm. Wie kann ich denn hier trainieren, nebenbei? Wie kann ich hier trainieren? Gar nicht. Zuerst einmal musst du mindestens den Rang eines Akolyten bei uns bekleiden. Und selbst dann wartest du, bis ich dich auffordere, mit einem von uns zu trainieren. Wer hier einfach anfängt herumzuschießen, der lebt nicht lange. Waffen sind kein Spielzeug, Rekrut. Habe ich nie gesagt. Du bist also der Kampfausbilder. Du bist also der Kampfausbilder. Richtig. Das Training, das ich verlange, beschränkt sich nicht auf rein körperliche Kraft. Auch die Kraft des Geistes und der Wille für Kalan zu sterben stehen bei mir im Vordergrund. Nur die reinsten, stärksten und klügsten dürfen sich meinem Training unterziehen. Seit dieser verdammte Meteor herunterkam und das Elex mitbrachte, gibt es auf dieser Welt Krieg. Wir sind diejenigen, die ihn beenden werden. Vergiss das niemals. Ja, denk mal drüber nach. Die Outlaws haben eine Atombombe. Und wenn es etwas gibt, was einen Krieg beendet, dann Atombomben, oder? So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich das gut finde. Atombomben nicht gut. Kalans Hammer. Schlechter als unser Regentenschwert. Ich meine, das Regentenschwert ist auch einfach stark, ne? Das, soll man auch mal gesagt haben. Sollen wir uns mal so ein Energieschild kaufen? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So, du sagtest, du bist Regent. Du sagtest, du bist ein Regent. Ganz richtig. Nur ein Regent darf eine Rüstung wie meine tragen.
Wir Regenten sind aber nicht nur Krieger Kalans mit besonderen Fähigkeiten. Wir sind auch Forscher, immer auf der Suche nach neuen Einsatzmöglichkeiten für Elex. Ich frage mich ja, ob irgendjemand irgendwann mich irgendwie darauf ansprechen wird, dass ich ein Regentenschwert trage. Offen. Naja, wie kann ich denn Regent werden? Brauche ich ein Königreich dafür, ne? Warte, du meinst das ernst? Klar. Ja. Also, zuerst musst du zu Judikator Reinhold gehen und beweisen, dass du ein würdiges Mitglied der Kleriker sein kannst. Falls er dich anerkennt, wirst du zuerst einmal nur ein einfacher Akolyt. Oh. Wir haben verschiedene Ränge hier und niemand, egal was er getan hat, wird einen überspringen. Wenn du es tatsächlich schaffen solltest, ein Akolyt zu werden, dann erst kannst du vielleicht zu einem Legaten aufsteigen. Und nur Legaten sind überhaupt berechtigt, zu einem Regenten, wie ich einer bin, befördert zu werden. Du siehst, du hast eine weite Reise vor dir, wenn du meinen Rang möchtest. Okay, möchte ich eigentlich gar nicht. Was weißt du eigentlich über den Elex-Handel hier? Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Damit habe ich nichts zu tun. Und ich möchte auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Frag mich also nie wieder danach, verstanden? Ja, klar. Wie kann ich mir was dazu verdienen? Wie kann ich mir hier etwas dazu verdienen? Wir werden schon seit einiger Zeit von Mutanten angegriffen. Sie scheinen irgendwo aus dem Norden oder Nordosten zu kommen. Ich habe bereits einen Trupp Männer dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Wenn du für mich dorthin gehst und herausfindest, wo die Mutanten herkommen, werde ich dich angemessen bezahlen. Okay. Halte die Splitter so schon mal bereit. Die Mutanten sind so gut wie erledigt. Halte die Splitter schon mal bereit. Deine Mutanten sind so gut wie erledigt. Wie gesagt, ich habe bereits einen Trupp Kleriker dorthin geschickt, aber sie sind nicht zurückgekommen. Ich werde dir ihre Koordinaten geben. Besten Dank. Finde heraus, was die ganzen Mutanten so nah an den Hort lockt und dann komm wieder zu mir. Weggetreten. Da ist bestimmt noch ein Dingenskirchen. Wie heißt er? So eine Urbestie steht da wahrscheinlich rum, oder? Ich habe da Respekt vor diesen Viechern. So, aber was wir jetzt machen, ist hier. Ferdinand und Eli. Eli und Ferdinand. Die beiden. Wieso eigentlich Ferdinand? Ah ne, Ferdinand war. Warte mal. Eli sitzt im Hort der Kleriker fest. Ja, da. So, der Händler ja, okay, das ist ja okay. Den haben wir ja schon. Oder? Ich hoffe zumindest, dass ich das schon gekauft habe. Ich glaube, ja. Werden wir sehen. Ich denke, wir befreien ihn einfach mal. Weil mehr als, du bist aber blöd, werden die uns auch nicht sagen können, wenn wir uns denn öselig anstellen. Grubenwache, alles klar. Der ja ausdrücklich Befehl hat, uns alle hier reinzulassen. Und da haben wir die beiden, die etwas schlecht mit ihrem Schicksal umgehen. Einer gut, einer schlecht. Und hier Eli. Wolf will dich tot sehen. Wolf will dich tot sehen. Natürlich will er das. Sein Gehirn hat man schließlich auch durch den Mixer gejagt. Das, was er glaubt zu sein, ist er nicht. Ach so. Kurz gesagt, gibt da einfach nichts drauf. Alles klar, also wegen deiner Flucht. Wegen deiner Flucht. Ich habe das, was du wolltest. Ich habe, was du wolltest. Damit bin ich dem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt gib mir einen Moment. Hübsch. So, das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Ich weiß nicht, geh vor die Tor. Ich sag deinem Freund, er soll sich dort mit dir treffen. Soll man das machen? Und dann einfach schauen, wie sich das ausspielt? Oder nein? Achso, ne, wenn ich sag, geh dahin, dann werden wir den umbringen. Ich sag nein. Nein. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Man sieht sich. Und ihr wisst, was das heißt. Yay, ich werde wieder langsam hinter dem herlaufen und wir sehen uns am Ende dieser doch langen Geschichte.
bist doch... Genau. Der Typ, für den du nur Verachtung übrig hattest. Aber ich habe eine Überraschung für dich und den Rest der Bande hier. Jetzt, wo ich frei bin, kann ich es kaum erwarten, sie dir zu präsentieren, du Scheißkerl. Du entkommst mir nicht. Der Tod von Eli wird die Geschichte verändern, stand da gerade. Okay, ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir das jetzt, gewollt. Es ist aber kacke gelaufen. Ich meine, ja, so ist es halt, ne? Ich denke, damit müssen wir leben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.